Ich glaube, die Niederlande ist in einigen Themen bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen Deutschland schon voraus. Deutschland, da sind noch einige Themen, wo wir ein bisschen Gas geben können, glaube ich. Aber wir merken auch jetzt, dass Deutschland sich immer mehr öffnet, auch digitalen Therapien gegenüber. Beispielsweise übernehmen sehr viele deutsche Krankenkassen bereits unsere Online-Therapien. Also unsere Online-Therapieprogramme können im Prinzip frühzeitig genutzt werden und verhindern insofern auch die Chronifizierung von Krankheiten, lange stationäre Aufenthalte. Und zudem können sie auch in der Nachsorge genutzt werden. Das heißt, sie verhindern die Rückfälle in die Depression oder in die Angststörung. Ja, also das Feedback von unseren Patienten ist wirklich super, super schön. Es sind oft Patienten, die wirklich monatelang schon auf einen Therapieplatz warten. Und die können das dann gar nicht fassen, dass es bei uns so schnell geht. Also dass sie innerhalb von einem Tag dann schon mit einem Psychologen bei uns telefonieren können, direkt mit dem Programm starten können. Und das ist, glaube ich, auch unser Antrieb bei Self with Peace. Es ist einfach super schön, was die Nutzer sagen.